Die Distelhäuser Brauerei wurde 1811 gegründet. Von anfangs 2000 Hektoliter Bier über die hundertfache Menge in den 70er und 80er Jahren hat sich der Bierausstoß in den letzten Jahren knapp unter 200.000 Hektoliter jährlich eingependelt. Seit dem erneuten Lockdown ist das Geschäft mit Fassbier quasi nicht mehr vorhanden. Jetzt holt die Distelhäuser Brauerei bereits ausgelieferte Ware von den Gastronomen wieder zurück. Es sind jetzt keine riesengroßen Mengen. Der Lockdown kam Anfang November. Das ist traditionell der Bereich, wo sowohl bei uns das Fassbierlager wie auch bei den Wirten im Jahr eigentlich am kleinsten ist. Das ist der schwächste Monat. Der Lockdown kam ja auch nicht ganz überraschend. Also wir reden über relativ bescheidene Mengen, die draußen sind. Das meiste davon ist im Moment noch gut, also ist noch frisches Bier, das ohne Einwand konsumiert werden kann. Das heißt, aktuell holen wir dieses Bier bei unseren Wirten zurück, ersetzen denen natürlich auch den Einkaufspreis und prüfen das Bier. Das Bier geht bei uns zurück, wir machen das Fass auf, wir prüfen das Fass. Wenn das Bier gut und frisch ist, dann führen wir das zurück in die Produktion. Und was natürlich zu alt ist oder einen Alterungsgeschmack hat, das wird vernichtet. Heißt also, angeschlagenes oder schon verdorbenes Fassbier wird schlicht weggeschüttet. Es sind für eine Brauerei vergleichsweise kleine Mengen. Aus Verbrauchersicht sieht das natürlich ganz anders aus. Ganz ehrlich, da tut mir jedes Fass weh. Das ist mit Liebe gebraut, mit viel Zeit. Wir sind ein Slow Brewer. Das hat 5-6 Wochen gebraucht bei uns im Haus und waren hochwertige Rohstoffe. Deswegen mit Rücksicht auf das Thema Nachhaltigkeit, auf Rohstoffeinsatz, wir reden über ein Lebensmittel, retten wir, was zu retten ist. Aber ja, viel schlimmer wäre es, wenn die Gastronomie öffnet und die Gäste haben altes Bier im Glas. Als regionale Brauerei hat die Distelhäuser einen sehr hohen gastronomischen Anteil. An die 30% des Bierausstoßes gehen üblicherweise in Kneipen, Gaststätten und Restaurants. Wann Fassbier wieder gefragt sein wird, lässt sich momentan nicht vorhersagen. Denn selbst wenn die Gastronomie wieder öffnen darf, ist immer noch unklar, wie die Kunden das Angebot annehmen werden. Das ist eine große Unwägbarkeit. Bier hat eine gewisse Vorlaufzeit. Wir sind da eben auch unseren eigenen oder den Qualitätskriterien des Slow Brewing Verbandes verpflichtet. Im Zweifelsfall muss man da mit einem gewissen Puffer arbeiten und auf Sicht fahren. Fassbier füllen wir momentan natürlich noch nicht. Das kommt erst in die Fässer, wenn unsere Kunden wieder oder wenn wir sicher sein können, wann es wieder losgeht. Auf dem kompletten Brauereigelände findet sich momentan kein einziges volles Bierfass. Der Flaschenabsatz dagegen hat im Vergleich zu den Vorjahren spürbar zugenommen. Das Flaschenbier, das läuft tatsächlich gut. Hier sehen wir, dass unsere Kunden sich das Bier, was sie in der Gaststätte nicht trinken können, eben in der Flasche nach Hause holen. Leider nicht in dem gleichen Umfang, aber ein Bereich, der in dieser Situation uns ein wenig hilft. Im Corona-Sommer gab es zwar eine leichte Erholung, aber im April, Mai und November des Vorjahres ist der Bierabsatz jeweils um rund 15% eingebrochen. Auch in Distelhausen sind die rund 150 Beschäftigten deshalb seit Monaten in Kurzarbeit.